Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad Building Challenge Video. Heute mal mit einer etwas besonderen Episode, denn es gibt mal wieder zwei Challenges, die wir machen werden. Das ist das erste Mal, dass EA ein Geheimpack released hat, beziehungsweise ein Geheimpack freigegeben hat, als Belohnung für diese Challenge, quasi als kleines Weihnachtsgeschenk. Das Ganze sehen wir hier, Footmiss Geheimset Bundle. Und zwar bekommt man ein Footmiss Trikot, da sieht man da, das ist untauschbar. Ein bisschen im Weihnachtslook und dazu ein Geheimset zwischen 3000 Münzen und ein Jumbo Gold. Ich habe keine Ahnung, was da noch weiter steht. Ist aber an sich ganz interessant. Ja, das heißt, vielleicht kann man irgendwie alles bekommen. Ich will mich nicht weiter darüber auslassen. Ich weiß es nämlich nicht genau. Aber ist ganz interessant. Die Challenge werden wir uns gleich angucken. Dazu machen wir die Top-Partien-Challenge. Momentan gibt es keine Spieler-Challenges mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Weihnachten jetzt quasi gerade vorbei ist. Es ist gerade jetzt der 26. Dezember geworden. Und ich glaube, die Spieler-Challenges kommen erst wieder um 1 oder so. Ich bin mir nicht gerade... Nee, es ist gerade 1. Das heißt, sie sind gerade raus. Ich weiß nicht, ob es neue geht. Ich habe keine Ahnung. Juckt mich aber nicht. Hätte sowieso nicht gemacht, weil die waren viel zu teuer und irgendwie auch hart unnötig. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben, da wenn ihr noch Coins braucht für eure Challenges. Checkt mal die Videobeschreibung aus. Gibt es noch Footmiss Bonus bei G-Volt plus die 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Code Max Gaming TV. 8% sind der Footmiss Bonus, lohnen sich also gerade auch, wenn ihr für Team of the Year eindecken wollt mit Münzen. Merchandise könnt ihr gerne auschecken, auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht noch als nachträgliches Weihnachtsgeschenk oder vom Weihnachtsgeld, wenn ihr Bock drauf habt. Und auch meine Social Media Links könnt ihr gerne auschecken. Amazon ist auch verlinkt, wenn ihr irgendwas umtauschen müsst. Könnt ihr auch gerne mal draufklicken und eventuell einkaufen, wenn ihr irgendwas braucht. Damit unterstützt ihr mich in gewisser Weise. Und wir gucken uns einmal ganz kurz an, was die Challenge für dieses Footmiss Geheimset ist. Und zwar brauchen wir, es hätten auch Silber- oder Bronze-Spieler sein können, einen Spieler aus England, einen Spieler aus Frankreich, einen aus Italien und einen aus Deutschland und einen aus Spanien. Und das Ganze mit 85 Chemie mindestens. Ich habe das einfach mal so gemacht. Hier im Kasten mit, ich weiß gar nicht, wie der Kollege heißt, Quellar. Dann haben wir hier in der Innenverteidigung noch einen Band, Tabanu, Bonera, dann haben wir rechts, ich habe keine Ahnung, Lopez, genau, dann haben wir hier irgendeinen Polen hingestellt, random, Jojic, dann vorne Platte, hier haben wir Gary Hooper, der momentan sogar wahrscheinlich ein bisschen was wert sein wird, aufgrund dessen, dass Sheffield Wednesday, ist im Endeffekt egal, weil es gibt zwar eine Challenge da gerade zu, sehen wir gleich in den Top-Partien, aber die Karte wird so oft gezogen, da ist es egal, und dazu hier noch Osborne und Gardner. So, haben wir 86 Chemie, das reicht, dafür kriegen wir dieses Geschenkset, und jetzt wird es spannend, ich bin nämlich sehr interessiert daran, was es werden wird. Wir senden es ab und das ist fast schon spannender als das Pack allgemein. Abgeschlossen. Sieht übrigens ziemlich cool aus, die Challenge. Und es wird das Footmiss Geheimset. Ja, besten Dank. Das sagt mir doch jetzt nichts. Okay, das sehen wir also gleich erst im Shop. Erstmal nehmen wir das Geheimtrikot mit und das, oder das Heimtrikot. Ja, nicht Geheimtrikot. In gewisser Weise auch Geheimtrikot. Ist aber egal. Ziemlich, ziemlich cool. Und das sind die Top-Partien. Juve gegen Milan ist bereits gespielt worden. Da hat Milan ja bekanntermaßen gewonnen, den Pokal. Im Elfmeterschießen, die Challenge ist ganz okay, kriegt man Premium-Gold-Spieler-Set für. Dann haben wir hier einmal Newcastle gegen Sheffield, wie gerade erwähnt, Premium-Gold bekommt man dafür. Die Challenge ist auch nicht sonderlich schwierig, genauso wenig wie Plymouth gegen Wickham. Das ist auch okay, dafür kriegt man nur ein Silberspieler-Set, aber was willst du mehr? Und Fenerbahce gegen Trabzonspor, dafür gibt es ein Jumbo-Gold-Set, ist auch vollkommen okay. Die Challenge ist auch absolut nicht schwierig und insgesamt gibt es ein Prime-Set für diese Challenges. So, meine italienische Challenge sieht so aus, ich habe einfach jeglicher Italiener reingeballert, die ich halt im Verein hatte. Genau vier seltene Spieler haben wir hier auch drin. Habe ich nochmal, weil ich keinen Linksverteidiger außer Krischi dort und den ich abgeben wollte, den Baselli heißt er. Ne, Quatsch, das ist Viviani hingepackt. Donati auf rechts ist easy im Endeffekt. Muss man sich nicht sonderlich den Kopf drum machen. Ist auch mal wieder absolut günstig und dafür bekommen wir halt eben das Premium-Goldspieler-Set, was ziemlich, ziemlich cool ist. Newcastle gegen Sheffield, das Ganze ist genauso easy. Man braucht einfach nur Spieler aus der EFL Championship. Mindestbewertung von 74 und ein Spieler von Sheffield, einer von Newcastle. Da haben wir hier einmal im Tor den Westwood und rechts haben wir Jesus Gomez. Alles voll in Ordnung, den restlichen Spieler einfach reingeklatscht, random, und auch dafür bekommen wir wieder ein ziemlich, ziemlich cooles Set. Das sind einfach easy Coins, die ihr auch macht, vor allem, wenn ihr die anderen Sets immer oder die Spieler aus den anderen Sets mal mitnehmt, weil dann müsst ihr euch keine neuen kaufen, genauso wenig in dieser Challenge. Ich habe nicht so viele Super League-Spiele, habe ich gemerkt, aber trotzdem hat es gereicht. Hier, mein Gott, vorne einfach irgendein random Ukrainer reingehauen, dann haben wir hier Mali, Shahin, wir brauchen 7 Türken, haben wir noch Frey, haben wir noch Kaldirim, Aziz, Kivrak, Innenverteidiger, haben wir mal De Jong reingeballert, warum nicht, und rechts dann Özbayrakli und diesen komischen Vogel hier, Samba So, und der heißt, glaube ich, Yilmaz oder sowas. Vollkommen easy wieder diese Challenge und dafür ein Jumbo-Gold-Set. Das kann man auch auf jeden Fall mal so mitnehmen, würde ich behaupten. Die letzte Challenge ist am Plymouth gegen Wickham und da hatte ich Glück, dass ich aus der All-Star-Time-Episode, die ich aufgenommen habe und nicht veröffentlicht habe, den Kollegen Ainsworth, der hatte das Spiel über Plymouth, ist der älteste Spieler mit 43 Jahren im Spiel und den werde ich jetzt hier einsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel geht da momentan.
können natürlich für ein bisschen was gehen. Nee, tatsächlich, ja gut, 400 Münzen, ne? Also diese Challenges sind halt easy, weil diese die kannst du einfach, wenn du ein normales Bronze-Set öffnest, sofort bekommen mit ein bisschen Glück. Also das ist nicht wirklich was wert. Aber der Rest hier, ich habe irgendwie einfach Spieler reingeklatscht. Ich habe noch zwei jetzt, glaube ich, aus der vierten englischen Liga, aber das passt alles. Überraschend, dass es da übrigens Silberspieler gibt und zwar unter anderem auch teilweise ganz gute, wie man hier sieht mit Jay Simpson. Die Karte sieht echt nicht schlecht aus. Soll mir aber recht sein. Ich habe es einfach so gemacht. Ich glaube, hier den Linksverteidiger habe ich gekauft für 200 Münzen und den Torwart. Genau, für 500 Münzen, aber auch nur, weil ich keinen Bock hatte zu suchen. Und haben wir 63er-Bewertung, genau 11 Spiele aus der vierten englischen Liga und bekommen dafür das Silberset. Ist ganz cool und das sind die Challenges für dieses Wochenende abgeschlossen. So, damit haben wir die zwei Squad-Building-Challenges fertig. Ich hoffe, dass es bei den Sets nicht mal wieder am Laggen ist. Ich verabschiede mich schon mal präventiv von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir springen jetzt in die Sets und sind gespannt, wie es laufen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in euren Sets hattet. 9 Stück haben wir jetzt hier am Start und was bekommen wir? Premium Goldspieler-Set ist, glaube ich, das. Ich weiß nicht, ist das Prime? Footmiss Geheimset. Ah! Okay. Da ist ein anderes Set wahrscheinlich nochmal drin. In diesem Geheimset. Dazu haben wir noch ein. Achso, ja, es ist Montag. Klar, Jumbo Premium Goldset und Doppel-Team der Woche Leihspieler-Set. Das nehmen wir, würde ich sagen, auch mal mit und die Spieler benutzen. Ne, die nehmen wir nicht mit. Wobei doch. Die beiden nehmen wir mit und das mache ich dann im 7-Minute-Squad auf und baue darum mal wieder mein Team. Gut, fangen wir an. Jumbo Gold Set. Das ist mal wieder ein sehr interessantes Set, aber es gibt keine große Sternschnuppe für mich, sondern eine ganz, ganz klitzekleine. Und zwar wird das Salvio. Nein, nicht mal Salvio. Ja, Freunde, beste Neuigkeiten. Die Aufnahme ist einfach nach 6 Minuten 28, wie ihr hier sehen könnt, abgebrochen. Es gab keinen Bildfehler, kein gar nichts. Sie ist einfach nur abgebrochen. Ich liebe meine Elgato. Ich habe übrigens Lacazette gezogen und in diesem Geheimset war ein ganz stinknormales Goldset, wo ich einen Non-Rare gezogen habe. Naja, schreibt mir in die Kommentare, ob eure Sets besser waren. Ich hoffe, ja, ich habe mich trotzdem über Lacazette gefreut. 40.000 Münzen kam mit Leben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das heute hochlade. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und eine gute Zeit bis Silvester. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung, gerade auch für günstige Münzen nochmal zum Team of the Year, beziehungsweise jetzt nach Weihnachten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, passt auf euch auf, bis dann. Haut rein, zum zweiten Mal. Egal. Und ciao.